Hallo, wie schön, dass Sie dabei sind. RBB 24, ein bisschen später heute, aber wie immer live und mit dem aktuellen Blick auf Berlin und Brandenburg. Es ist eng auf unseren Straßen, alle wollen schnell von hier nach da. Die Nerven liegen da blank. Besonders in Berlin steckt jeder Bürger tagtäglich im Schnitt 70 Minuten im Verkehr. Mit dem Rad, dem Auto oder den Öffentlichen. Im vergangenen Jahr sind dreimal so viele Radfahrerinnen und Radfahrer getötet worden wie im Jahr davor. Alle sind genervt und oft gehen die Nerven auch durch. Und wenn es dann ganz schlimm kommt, landet so ein Fall vor Gericht. Heute zum Beispiel. Ja, alltäglicher Wahnsinn und doch hoffentlich ein Extremfall heute vor Gericht. Die Situation zeigt allerdings eine Tendenz, die Unfallforscher sogar im großen Maßstab beobachten. Nun ist es an uns alle, als Verkehrsteilnehmer etwas dagegen zu tun. Es wird das Thema der nächsten Wochen sein. Dürfen Menschen, die bereits gegen Corona geimpft sind, wieder ins Kino, ins Konzert, ins Restaurant? Und die anderen nicht? Konzertveranstalter, ja, die sind klar dafür. Sind das dann ungerechtfertigte Sonderrechte oder sind das unser aller Grundrechte, die eingeschränkt waren? Der Ethikrat hat sich dazu heute geäußert und Anja Herr fasst es für uns zusammen. Ja, wir bleiben zu Hause und haben kein Trinkwasser. So ging es Zehntausenden Haushalten heute in Cottbus. Hier unser Nachrichtenüberblick. Je eher er erkannt wird, umso besser. Das gilt für alle Krebsarten. Und seit einigen Jahren gibt es für Brustkrebs ein gesetzliches Früherkennungsprogramm für Frauen ab 50. Und wie wichtig es ist, auch in dieser Zeit, in der man ja eher nicht so gerne zum Arzt geht und Kontakte vermeidet, wie wichtig auch jetzt diese Vorsorge ist, daran erinnert uns heute am Weltkrebstag Max Kell. Mehr Zeit zu Hause, weniger Aufträge. Viele nutzen diese Phase auch zum Werkeln. Schlafzimmer streichen, Türen malern oder sogar selbst was bauen. Do it yourself brummt. Woher kommt das Material? Aus dem Baumarkt. Der hat zwar regulär nicht geöffnet, aber auch hier gibt es das berühmte Click and Collect, also online vorbestellen, analog abholen. Und Sebastian Schiller berichtet. Und wir haben noch mehr Nachrichten aus Berlin und Brandenburg für Sie. Ja, die Parks sind offen, die Clubs sind zu. Und die Clubkommission geht davon aus, dass es hier so richtig erst 2022 wieder losgeht. Das ist bitter. Im Badehaus, da gab es heute Abend ein Konzert, für das man online Tickets kaufen konnte. Lose für 5 Euro. Und wer ein Los kauft, der will auch auf einen Gewinn hoffen. Wie das alles funktioniert, was in der Lostrommel war. Arndt Breitfeld war dort und beginnt mit Musik. Ja, vielen Dank an die Kicker-Dips und an Arndt. Und vom Club geht's zum Sport. So rum mit Max. Max, am Sonntag spielen die Füchse in der Max-Schmeling-Halle ja endlich wieder gegen Essen. Und dieses endlich ist auch klar, denn die waren lange unterwegs, ne? Stimmt, ja. Es ist das erste Spiel nach knapp 6 Wochen. Vielen Dank, Max. Kennst du Valentin? Der Schutzpatron. Den Heiligen, genau. Klar. Der Schutzpatron der Liebenden. Er lebte im 3. Jahrhundert in Rom und traute Liebespaare nach christlichem Ritual trotz Verbot des Kaisers. Das hat Valentin den Kopf gekostet, enthauptet am 14. Februar 269. Deshalb seien Sie lieb zueinander, so oft es eben geht. Und besonders am 14. Februar, dem Valentinstag. Wer für seine Liebeserklärung noch Unterstützung braucht, es gibt auch Lockdown-Lokal-Lecker-Ideen. Aber auch weniger ist mehr. Hauptsache von Herzen, oder? Hier kommt das eiskalte Wetter. In der Nacht stark bewölkt und vereinzelt ist etwas Schnee oder Schneeregen dabei. Die Tiefstwerte +1 bis -4 Grad. Morgen am Freitag erst aufgelockert und trocken. Dann ab Mittag zieht vom Havelland bis zum Fläming so ein bisschen Schnee auf. Sonst bleibt es aber noch trocken. +4 bis -1 Grad höchstens. Am Samstag breiten sich die Schneefälle dann im Süden des Landes weiter aus. Im Norden bleibt es noch trocken und auch durchaus sonnig. Es wird aber deutlich kälter, eisiger Ostwind ist dabei, am Sonntag dann noch frostiger und südlich auch ergiebiger Schneefall mit Verwehungen und Dauerfrost. Am Montag sogar starker Schneefall, tagsüber um -9 Grad als Höchstwerte. Ja, das ist schon mal was. Respekt. So, wer jetzt noch munter ist, erlebt hier einen Polizeiruf 110. Die Folge heißt Schuld. Wir möchten nicht schuld sein, dass Sie vielleicht morgen früh nicht so richtig aus dem Bett kommen und sagen schon mal gute Nacht. Bis dann. Tschüss. Thank you.